Hallo Leute und willkommen hier bei Liokra. Im letzten Video zum IMS-System 4.0 haben wir schon die Waage, die erkennt, ob die Items ein- oder ausgelagert werden sollen, gebaut. Nun kommen wir zum eigentlich eines der zentralsten Objekte im IMS-System, nämlich das IMS-Verteilersystem, welches die Monorails, die hier ankommen, auf eine Eingangs- und eine Ausgangsschiene zusammenbringt. Das wollen wir heute bauen. Dieses System in der Ausführung, also ich habe es selbst ohne irgendwelche Fremdhilfe gebaut. Allerdings ist die Grundidee davon von TOC, hier ist eine ziemlich einfache Version, außer dieses System hier hinten mit der Technik, die habe ich komplett selbst entwickelt. Das ist eine verbesserte Version der ja invertierten Weichenansteuerung. Hier habe ich euch schon mal eine invertierte Weichenansteuerung gezeigt. Die hat dann allerdings den Nachteil, dass die Minecarts nicht zu schnell sein dürfen. Bei dem hat sich das nochmal verändert, weil dieses System deutlich schneller ist. Ich denke, dafür mache ich aber auch nochmal ein getrenntes Tutorial, wenn der ganze, ja, das ganze IMS-System 4 fertig ist. So, als allererstes hat man hier also eine Monorail und die wird jetzt hier angeschlossen. Man führt die erstmal ran bis an die Stelle, wo man das IMS haben möchte, geht dann einen Block nach rechts, legt da Schienen drauf, normale, dann unnormale, also normale Antriebsschiene und dann normale Schienen ohne Antrieb, führt das dann noch 1, 2, 3, 4 Blöcke weiter, verbindet das wieder mit Antriebsschienen. Denkt dran, wenn ihr das erweitert, müsst ihr vorher die nebendran wegkloppen. Das hat Gründe. So, das war nicht sehr sinnvoll. Danach geht ihr unter eure Schiene, platziert einen Quarzblock, also oder einen anderen Block und eine Redstone-Fackel. Danach sollte das so rot sein. Dann könnt ihr das anschließen, wieder die alte Schiene, falls eine da war. Und wir kommen nun hier hinten hin. An diese vier sind es, oder sind es vier? Ja. An diese vier Antriebsschienen kommt ein Block und rechts daneben ein Redstone-Block. Ihr könnt theoretisch auch von unten das Ganze mit einer Fackel bepowern, aber gerade im Creative ist es mit dem Redstone-Block deutlich besser. Auf den Redstone-Block kommt eine Antriebsschiene und dazwischen eine Schiene. Falls die sich anders ausrichten sollte, müsst ihr die mit einem Schalter entweder ein- oder so lange ein- bzw. teilweise sogar wieder ausschalten, dass die auf jeden Fall in die Richtung abbiegt, wo es dann weiter in euer Lager geht. Mit dem Schalter geht es am einfachsten. Manchmal muss da dranbleiben, der Schalter, weil wirklich ein Redstone-Signal gebraucht wird. Manchmal kann er danach aber wieder abmontiert werden. Nebendran geht ihr drei Blöcke nach hinten, platziert dann einen 1, 2, 3, 4 hohen Turm. 1, 2, 3, 4. Dann kommen hier zwei Schienen, Antriebsschienen am besten drauf. Hier gehen wir wieder darunter, platzieren unter den letzten Block einen Block mit einer Fackel dran, der das Ganze bepowert. Dann könnt ihr auf diese Schiene ebenfalls Blöcke stapeln. 2, 3, 4 sind es immer. Hier an dem Block kommen noch 1, 2, 3. Vier, nee, drei Blöcke kommen dran. Darauf kommt eine Antriebsschiene. Die müssen auch irgendwie gepowert werden. Ich empfehle bei größeren Systemen zwei zusammen in der Mitte eine Fackel dran. Wie ihr das macht, ist euer Ding. Passt nur auf, da unten drunter kommt als nächstes noch Technik, denn die bauen wir jetzt gleich. So, ihr nehmt euch einen Trichter. Der kommt so ran, dass er in die Schiene rein zeigt.
Dann wird eine kleine Trichterstraße gebaut, nach oben bis unter diesen Block. Dann führt die hier vor. Und noch einen Block davor. Dabei bleibt es erstmal. Anschließend kommt vor diesem letzten Trichter ein Block. Denkt dran, Trichter an Trichter geht immer nur mit Shift-Klick, sonst öffnet sich das Inventar, aber das denke ich, wisst ihr. Daran kommt ein Komparator. An den Komparator kommt ein Block. Und auf den Block kommt ein Redstone. Ja, das ist das Grundprinzip. Jetzt muss hier noch ein Trichter kommen, der auf keinen Fall hier unten rein zeigt. Ob der so nach rechts rein zeigt oder in den Komparator, ist egal. Hauptsache, er zeigt nicht nach unten rein. Obendrauf kommt eine normale Schiene. Wichtig ist, ist wirklich wichtig, dass da eine normale ist, denn sonst hält es Minecart an und an. Powern ist nicht so sinnvoll. Nur bei sehr langen Systemen kann man ab und zu mal ja, so eine Antriebsschiene reinhauen. Passt aber dann beim Bepowern auf, dass ja, dass nichts Schlimmeres passiert. Bevor ihr die Schiene hier rein tut, tut ihr hinten dran noch eine Schiene eurer Wahl als Hilfsschiene. Und jetzt kommt die in der Mitte und dann seht ihr, wie sie sich stellt. Und daran wird jetzt entschieden, wie es weitergeht. Diese Schiene ist jetzt maßgeblich für das weitere Verfahren. Das IMS-System wird nachher von der Richtung, wohin diese Schiene zeigt, befahren. Das heißt, bei mir geht es jetzt nach rechts. Also wird das IMS-System auch von rechts befahren. So, wenn das Minecart im Normalfall, also ohne weitere Bepowerung der Schiene, abbiegen würde, müsst ihr Variante 1 bauen, welche hier gleich im Anschluss kommt. Wenn nicht, könnt ihr gleich mit Variante 2, die im nächsten Video erklärt wird, weiterfahren. Also weiter fortfahren. In diesem Fall haben wir hier Variante 1. Variante 2 sähe so aus. Wenn das bei euch so aussehen würde, müsstet ihr mit Variante 2 weitermachen. So, hier geht es jetzt weiter mit Variante 1. Dazu kommt ein Block so schräg darunter. Könnt dann den Hilfsblock nehmen. Den lasst ihr gleich da, denn da muss noch einer dran, dass das so ungefähr in der Diagonale ist. Hier kommt ein Redstone hin. Hier kommt ein Redstone-Verstärker. Den traue ich mir mal hier raus. Und tu den hier rein. Auf dem ersten Delay. Dann führt das Ganze in zwei solide Blöcke. Und dann wird das Ganze mit einer Redstone-Fackel beendet, dass das Ganze dann von der Seite so aussehen sollte. Nun kommen wir zu dem Aufbau. Der ist etwas komplizierter. Dazu brauchen wir eine halbe Stufe. Und zwar tue ich die mir mal hier hin. Die kommt hier am besten, wenn ihr das neu baut, an einem Hilfsblock. Und zwar tut ihr da Hilfsblöcke hin. Und zwar muss es am Ende, wenn ihr hier in den oberen Teil des Blocks auf der Höhe von diesem Redstone, sodass das Ganze dann so aussieht. Ob sich das verbindet oder nicht, ist erstmal noch egal. Wenn sich das verbindet, weil ihr das fortbaut, müsst ihr noch einen Block drauf tun, damit das Signal abgeschnitten ist. Und das sollte dann auch so aussehen. Wichtig ist hier eine gerade Linie. Dann habt ihr alles richtig gemacht und könnt die Blöcke wieder abreißen. Ihr seht, hier muss man das auch abschneiden. Hier kommt dann ein normaler Block hin und jetzt wird es nochmal wichtig. Je nachdem,
Wie groß euer System ist, können jetzt zwei Varianten auftreten. Variante 1 ist die Anfangsvariante, das heißt, entweder bei den ungeraden Zahlen an Slots, also hier Slot 1, 2, 3, 4, 5, bei Slot 1, 3, 5 und so weiter müsst ihr diese Variante, die ich jetzt zuerst beschreibe, bei den anderen Slots müsst ihr die Variante wählen, die ich als zweites beschreibe. Wie gesagt, bei der ersten Variante kommt die Redstone-Fackel hinten dran. Dann hier ein Hilfsblock hin und da ein Redstone drauf. Das Redstone läuft dann einen Block noch gerade. Und dann läuft es nach oben. Hier durch. Und dann läuft es einen Block weiter oben entlang und geht dann schlussendlich nach unten. Das wird mit Redstone verbunden und dann funktioniert das. Die Weiche sollte sich, sobald ihr das letzte Redstone habt, auch so schalten, dass ein Minecart, was nichts aktivieren würde, einmal durchfahren würde. Variante 2 bei den geraden Slots, also Slot 2, 4, 6, 8 und so weiter, wird die Fackel nicht hinten dran, sondern auf die Seite gebaut. Wie ihr hier seht, das Ganze wird in einen Block geleitet und dann auf der anderen Seite entnommen. Wichtig dabei ist, dass oben auf die Fackel auch noch ein Block kommt und dann sollte das so gehen. Wie gesagt, es gibt ein paar unterschiedliche Probleme bei den Varianten, deswegen müssen die immer abwechselnd gebaut werden. Ausnahme ist am Schluss, da kann es tatsächlich vorkommen, dass zweimal dieselbe Variante gebaut werden kann. Deswegen, bei mir ist es jetzt eine Ungerade, deswegen baue ich das schnell wieder zurück. So, 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 so. Jetzt muss das IMS-System eingerichtet werden. Da empfehle ich, den Slot abzuzählen, also Slot 1, Slot 2, Slot 3, Slot 4, Slot 5 bei mir. Dann nehmt ihr euch einen Amboss. Die findet man unter der Suche am besten. Amboss. Dann stellt ihr irgendwo hin. Dann nehmt ihr euch noch Papier. Das kommt auch noch hin. Und dann müsst ihr das Papier umbenennen. Im Amboss benennt ihr dann euer Papier. Das tut ihr einfach da rein. Und benennt es dann IM. Und dann euren Slot. Bei mir wäre das jetzt Slot 5. So kriegt ihr eine einheitliche, ja, Bezeichnung. Wenn ihr mehrere IMS-Systeme parallel verwendet, könnt ihr da IMS 2 und dann S-Slot 5 oder so. Da könnt ihr kreativ sein. Wichtig ist, ihr müsst danach noch auseinanderhalten können. Also IMS 5, dann nehmt ihr euch das raus. Könnt ihr abbauen wieder. Und jetzt wird's wichtig. Ich empfehle euch nicht nur ein Stack zu machen, sondern mehrere, denn wir werden mehrere brauchen. Als erstes gehen wir oben in den Trichter, legen dann eine Reihe aus den Zetteln und tun in den ersten Slot den Rest. Dann brauchen wir noch einen Stack. Sicherheitshalber. Und tun den nächsten Stack unten in den untersten Trichter rein. Das ist einfach zur Sicherheit. Es gehen mit der Zeit immer ein paar Items verloren. Das passiert immer mal durch einen Fehler oder dass ein Minecart sich verirrt oder ein Zettel aufgesaugt wird, woanders, wo er nicht aufgesaugt werden soll. Deswegen ist es wichtig, dass hier immer Vorrat ist. Ab und zu sollte man es vielleicht mal kontrollieren, ob im unteren Trichter immer genügend drin sind, aber das ist grundsätzlich. So, dann wäre das eigentlich schon die Technik.
Wenn ihr das Ganze im Untergrund baut, natürlich beleuchten. Ansonsten am Tag sollte hier eigentlich nichts passieren, da hier in der Regel nichts blinkt, außer wenn ein Minecart drüber fährt. Und durch die Fackeln hier an Redstone ist auch ein bisschen Beleuchtung da. Als nächstes geht es dann weiter mit diesem System im nächsten Video, beziehungsweise in einem der nächsten Videos. Ich weiß nicht, wann ich die Redstone-Welt hochlade, beziehungsweise mache. Ich habe es auch noch nicht aufgenommen. Dieses System ist ziemlich einfach zu bauen und unterscheidet dann, ob Items ein- oder ausgelagert werden sollen. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch viel Spaß beim Nachbauen und viel Spaß mit dem nächsten Video und natürlich bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.